Verdammt. Was denn? Ich sehe doch gar nichts. Hallo? Hey. Hallo? Oh. Ich sollte vielleicht etwas Abstand gewinnen. Aus Sicherheitsgründen, die man eventuell sehen kann. Warum spiele ich denn heute so schlecht? Warum nehmen wir so unglaublich viel Schaden? Na los, komm her. Da habe ich das gar nicht umsonst gemacht. Wunderbar. Woo. Na komm. Nein. Den. Ja, greif halt den anderen an. Ist auch okay. Nein, eigentlich ist das nicht okay, Geralt. Das ist echt scheiße von dir. Okay, wir sind gleich tot. Wir werden gleich sowas von tot sein. Wieso? Ich verstehe es nicht. Hey, Freunde. Na, ihr? Kommt doch mal her. Natürlich. Macht dem gar nichts aus. Na, wie lange soll ich noch? Na, Glückwunsch. Macht dem Feuer überhaupt nichts aus? Das kann natürlich sein. Das wäre halt echt doof. Oh cool. Das ist natürlich, aua, praktisch. Pass auf, das mache ich bei dem jetzt auch so. Na komm. Oh, voll cool. Gut. Das ist sehr angenehm. Ein Tagebuch. Schon wieder. Warte, 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 warte. So. Alistair Carnarvons Tagebuch. 26. Juli. Ich weiß nicht, wo er graben. Wer nicht weiß, wo er graben soll, fragt am besten die alten Waschfrauen. Oder die alten Männer, die an der Straße sitzen, die wissen alles. Ja, ich weiß natürlich. Ich weiß natürlich, bedarf es großer Geduld und man muss die Spreu vom Weizen trennen. Aber es gibt keinen besseren Weg, um sich für die örtlichen Legenden schlau zu machen. So haben wir Fuchstal gefunden, wo angeblich Tontöpfe aus dem Boden wachsen. Aha. 28. Juli. Wir haben bei Fuchstal den Teil eines Weinguts ausgegraben, aber was wir da fanden, waren keine Tontöpfe, sondern Urnen. Elfenurnen. Es sieht ganz danach aus, als sei das Dorf auf einem antiken Friedhof der Ayen Seiden erbaut worden. Dieser Friedhof stammt nach meinem Dafürhalten aus der Zeit, als die ersten Menschen herkamen. Die Gräber sind womöglich voller Schätze. Die alten Elfen begruben ihre Toten mit vielen Kostbarkeiten. Wir haben schon ein paar Schmuckstücke ausgegraben. Wenn wir tiefer gehen, finden wir gewiss noch viel mehr. 12. August. Heute haben wir einen Aushub an einer Stelle begonnen. Matthias fand eine herrlich verzierte Kame. Kame im Boden. Und als er sie greifen wollte, dass ein Skelett sie in den Knochenfingern hielt. Anselm begann, ihn aufzuziehen, aber das Lachen verging ihm rasch. Das Tal steckte voller Elfen, Skelette, Männer, Frauen, sogar Kinder. Die Knochen lagen chaotisch,
Köpfe und Gliedmaßen fehlten. Kinder waren war der Brustkorb zertrümmert worden. Was war hier geschehen? 14. August. Eine weitere schlaflose Nacht. Blut. Schreie, Heulen. Ich wache schweißgebadet auf. Und sobald ich eindöse, geht es gleich wieder los. Ich ließ meine Begleiter ein tiefes Loch ausheben. Da hinein werfen wir die verfluchte Kame. Sie gehört den Boden. Sie gehört in den Boden zu den Toten. 16. August. In der Nacht ist Matthias verschwunden. Niemand hat ihn das Lager verlassen sehen. Anselm sagt, wir sollen seinem Beispiel folgen und fliehen, solange wir noch können. Doch ich kann nicht so einfach gehen. Das Tal ist voller Gebeine. Anselm schreit mich an, nannte mich einen Irren, doch ich muss jemandem sagen, was wir gefunden haben. Angeblich hält eine Gruppe Archäologen von Kastel Graupien ein bei den Thermesruinen auf. Der Rest ist Blut. Tja, wurde er wohl gerade eben gefressen. Das nehme ich alles liebend gerne mit. Plötze ist wahrscheinlich... Ach, da hinten steht's im Wald. Kommst du? Plötze? Ah, da laufe ich halt hin. Wollte eigentlich herrufen, aber okay. Komm her, mein Digger. So, wir müssen da hoch. Und dann hier irgendwie um die Ecke. Irgendwie, ich bin mit der Questführung manchmal nicht so ganz zufrieden. Aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ne? Vor allem, dass die einen manchmal so einfach durch Flüsse durchhinleitet, wo man eigentlich überhaupt nicht... Da ist irgendwer mit Ausrufezeichen. Ach, na gut. Ausrufezeichen. Erstmal kurz meditieren, dann kommen wir sofort. Na, dann lass mal sehen, was das da oben ist. Hallo. Halt durch, Fräulein. Okay. Hallo. Hältst du mit ihnen immer ein Schwätzchen, bevor du sie fällst? Weh, wie, wo, fumm? Was bist du dumm? Ich hetz dir meinen Hund auf den Hals, du Penner. Hey, hey, hey. Ich frag mich nur, warum du mit einem Bauern redest. Kann mir aber auch egal sein. Warte! Halt! Ich bin wütend, stimmt. Hier kommen ständig Halunken vorbei und lachen mich aus. Aber du bist... Was bist du zum Teufel? Ein Hexer. Geralt. Man lacht dich also aus, weil... Warte mal! Ein Hexer, sagst du? Wie Luis Herreras Sagen und Legenden? Beim grünblütigen Kobold, was für ein Glück! Weißt du, keiner glaubt mir, dass dieser Baum Daphne ist, die verfluchte Dame aus der Sage. Aber du könntest den Fluch brechen. Bitte, was für eine Sage? Kann mir die vielleicht mal irgendwer sagen? Bist du nicht zu alt, um an Gute-Nacht-Geschichten zu glauben? Soll ich dir das Maul stopfen, Hexer? Wie alt ich bin, geht dich ein Schweinefurz an. Die Runde geht an dich. Und woran du glaubst, geht mich auch nichts an. Gut, dass wir uns einig sind. Wie kommst du darauf, dass ein verfluchtes Mädchen in dem Baum steckt? Tja, ich bin mit meinem Hund Morhold hergekommen, um ihn zu fällen. Hab mit der Axt zugeschlagen, sie tief im Stamm vergraben. Verflucht noch eins, da ist auf einmal Blut rausgequollen. Mir ist die Kinnlade runtergeklappt. Aber dann wurde es mir klar. Das steht alles in Daphne, Gareth und die Hexe vom Luchsfelsen. Lass mich raten. Aus Herreras Sagen und Legenden? Darauf kannst du einen lassen. Zweite Auflage, erweitert. Oktavformat. Ich kenne die Geschichten auswendig. Meine Oma hat sie mir vorgelesen. Bestimmt von vorne bis hin. Und auch die Nachschrift. Du hast mich neugierig gemacht. Glaubst du wirklich, die alten Geschichten sind wahr?
Willst du mich verarschen? Hältst du mich für blöde? Nein, es sind nur finstere Zeiten. Da ist kein Platz für Ritter reinen Herzens oder glückliche Enden. Leute wie du sind selten geworden. Ja, stimmt. Die Zeiten sind beschissen. Aber für mich ist das ein Grund mehr, mich an die Geschichten zu erinnern. Meine Oma würde sagen, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, denk an den Ritter zum Schach und die edle Alondra und frag dich, was sie tun würden. Ich habe es so verinnerlicht, dass ich gar nicht anders kann, selbst wenn ich es wollte. Lass mich den Baum mal ansehen. Aber vorsichtig. Ja, danke, schubst mich halt weg. Ich dachte, ich soll ihn angucken, dann schubst mich nicht weg. Okay. Der Baum sieht auf jeden Fall erstmal mein professioneller Blick. Er sieht blutig aus. Na, dann lass mal sehen. Ist das ein Weinen im Rascheln der Blätter? Ja, ich glaube schon. Er blutet tatsächlich. Sieht aus wie Menschenblut. Und die Rinde, wie schlecht verheilte Narben. Das Medaillon vibriert wie verrückt. Da ist starke Magie am Werk. Na, wenn es so verflucht ist, wäre das ja nur logisch. Was haben wir denn hier? Was ist denn was? Bäume? Der Holzfäller war schnell. Merkwürdig. Die Weide steht allein. Keine anderen Bäume in der Nähe. Ja gut, so selten ist es jetzt aber nicht, glaube ich. Also es gibt ab und zu immer mal Bäume, die da so allein und einsam irgendwo rumstehen. Blut? Blut aus Richtung des Baums, wenn ich mir die Form des Flecks so ansehe. Rausgespritzt wahrscheinlich. Was? Hier war noch irgendwas. Achso, das war auch ein Baum. Und? Hast du dir den Baum angesehen? Richtig? Mhm. Er blutet tatsächlich. Ziemlich unglaublich. Sieht verrückt aus. Hab ich's nicht gesagt? Ich helfe dir. Aber erst muss ich rausfinden, wo ich anfangen soll. Brauchst du nicht. Ich weiß alles. Fräulein Daphne und Ritter Gareth waren schrecklich ineinander verliebt. Doch um sich ihre Hand als würdig zu erweisen, musste sich Gareth der Hexe vom Luchsfelsen stellen. Bevor Ritter Gareth zu dem Hügel ritt, gab ihm Fräulein Daphne ihr Tuch als Zeichen ihrer Gunst. Lass mich raten. Er ist nie zurückgekommen. So ist es. Sie wartete. Tag für Tag, Nacht für Nacht, hielt Ausschau nach ihm. Bis sie Wurzeln schlug und sich in einen Baum verwandelte? Warum? Ich will dir sagen, warum zum Teufel. Um da zu sein, wenn Gareth wiederkehrt, das Tuch in der Hand. So stark ist die Liebe, die Sehnsucht. Du musst auf den Luchsfelsen steigen und etwas finden, das Daphne befreien kann. Ich gebe dir mein Geschichtenbuch mit. Viel Glück, Hexer. Gehe zum Luchsfelsen. Nun gut, wir wollten eigentlich das eine Weingut von seinen Flüchen befreien, aber gut. Machen wir halt einen kleinen Geschichtsexkurs mit unserer Geschichtsklasse. Wir sind Herr Lehrer von Geralt von Riva. Herr von Riva sind wir, der Geschichtslehrer, und wir machen heute mit unserer Klasse eine Exkursion zum Luchsfels, um die Hexe zu besuchen, die eventuell einen Typen verzaubert hat, einen Typen nicht mehr zurückließ und sich deswegen eine Frau in einen Baum verwandelt hat. Los! Irgendwie hier hoch. Sekunde. Die greifen nicht an, was aber nicht heißt, dass sie keine Gefahr sind. Okay. Ich glaube, ich muss laufen. Sorry, Plätze. Darf ich da hoch? Hallo. Okay, komisch, dass sie nicht angreifen. Beunruhigt mich eigentlich noch mehr, als wie wenn sie angreifen würden. Das ist Moos. Eingang markiert.
Ah, irgendwo da unten? Und wie komme ich? Ach so, das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Sah aus, als wäre hier einfach nur ein Abgrund, weil es so dunkel war. Aber da war eine Brücke. Gut versteckt im Dunkeln. Also, das ist auf jeden Fall mal ein unglaublich schnuckliges Häuschen. Ich würde hier eigentlich recht gerne wohnen. Guten Tag. Eine Hütte, die der Hexe. Ist hier jemand zu Hause? Bin ich hier richtig bei der freundlichen Hexe? Kann ich durchs Fenster gucken? Ja, nee. Irgendwie nicht. Also kann ich schon, aber bringt irgendwie nichts. Na gut, hallo. Die Hütte sieht bewohnt aus, aber es ist niemand da. Ich sehe mich besser mal um. Yeah, bei einer Hexe einfach so im Haus rumschnüffeln. Tolle Idee. Oh, nein. Du sollst ja reingucken, nicht reinspringen. Riecht nicht eindeutig. Keine Ahnung, was da drin ist. Vielleicht wollen wir das auch gar nicht wissen. Das klauen wir alles. Was haben wir denn da? Zur Transmutation von Körpern. Oh, na toll. Die Transmutation von Körpern ist eine der schwierigsten Aufgaben, die ein Magier vollbringen kann. Tatsächlich ist es nur den wahren Meistern aus diesem Gebiet je gelungen und selbst sie hatten nur eine der Formen perfektioniert. Die Schwierigkeit besteht in der physischen Einschränkung, da sich der Magier nur in ein Tier verwandeln kann, das er genauestens kennt. Ein bekanntes Beispiel hier ist Ulf Schwarzbart, der jahrelang mit einem Bär in einer Höhle lebte, um die Lebensessenz des Tieres in sich aufzunehmen. Okay, die möchte sich also verwandeln. Die wird ein Panther sein, mit Garantie. Lieber Ivonis, die Kammer der Magier hat dieses Werk verboten. Na toll. Dann kam ich an einen Ort namens Phantal, eine Welt, die Shagia genannt wird. Der Verstand eines Menschen kann dieses Land nicht verstehen, wo einem nicht geometrische Form und schreckliche Farben ungewohnt ins Auge springen. In dem Moment, als ich ankam, war ich am Rande des Wahnsinns. Ich stieg einen stummen Schrei aus und schwitzte Blut, als die zweite Sonne über meinem Kopf aufging. Ich fiel auf die Knie und betete zu Zotaqua, nicht um Erlösung, sondern um einen schnellen Tod. Und dann kamen sie. Haben dich anscheinend getötet, erfolgreich. Hier wackelt das Hexermedaillon. Was haben wir denn da? Zu Staub zermahlene Knochen. Mhm. Das klaue ich natürlich gerne. Was haben wir hier? Anmerkung zur richtigen Verarbeitung von Schafgarbe. Notizen über die Nutzung von Schafgarbenstielen. Interessant. Schafgarbe wird hauptsächlich zu medizinischen Zwecken genutzt. Wie bereits oben erwähnt, heilen die Blätter dieses Krautes, wenn sie auf den Körper gelegt werden, alle möglichen Arten von Verletzungen, Wunden und Schmerzen. Die aus dem Sud entstehende Tinktur ist gut gegen gewöhnliche Erkältungen, Koliken und Appetitlosigkeit. Zusätzlich zu den Heileigenschaften können die Stiele der Schafgarbe zum Wahrsagen benutzt werden. Diese Art der Wahrsagung mag vielleicht seltsam erscheinen, ist in Wahrheit aber einfach und effektiv. Man kann sich wirklich auf die Fragen konzentrieren und erhält eine sowohl genaue als auch befriedigende Antwort. Naja, das hat ja nichts unbedingt zu bedeuten. Ich will mal noch ganz kurz was gucken. Wir haben ja das Buch bekommen mit den Fabeln. Die möchte ich eigentlich echt gern lesen. Muss jetzt natürlich das hier irgendwo finden, weil ich natürlich das Buch schon angeklickt hatte vorhin. Das war doof. Ich habe nicht dran gedacht, dass ich das ja eventuell lesen möchte. Jetzt ist aber irgendwie Tagebuch, Geschichten und Fabeln. Weil eventuell, vielleicht ist das eine ganz interessante Geschichte und die geht ja gar nicht so lang. Ich werde mich bemühen, ordentlich zu lesen. Ritter Gareth und Fräulein Daphne liebten einander so sehr, dass es schmerzte.
Um die Zustimmung seines zukünftigen Schwiegervaters zu erlangen, musste Gareth 7 Herausforderungen bestehen. Die 7. war die schwerste. Gareth musste zum Luxfelsen, die Hexe finden, die dort wohnt, und sie überreden, die Dürre zu beenden, die das ganze Land plagte. Daphne und alle flehten ihn an, die Hexe mit Demut zu begegnen. Denn die Hexe vom Luxfels war boshaft und eigenwillig, selbst für eine Hexe, und lediglich wahre Demut konnte ihr eisiges Herz erweichen. Gareth aber wollte das Knie nicht vor der Hexe beugen. Stattdessen wollte er sie zwingen, den Fluch aufzuheben. Niemand weiß, was beim Luxfels geschehen ist, aber Gareth kehrte nie wieder zu seiner Liebsten zurück. Daphne stand auf einem Hügel und hielt Tag und Nacht Ausschau nach ihm. Schließlich verwandelte sie sich in einen Baum, damit sie die Rückkehr ihres Ritters erleben könne. So groß war ihre Sehnsucht und ihre Liebe. Jeder, der den Baum mit einer Axt verletzt, sah Blut aus der Wunde sickern. Nach und nach mieden die Menschen diesen Ort und Daphne konnte in Ruhe auf Gareth warten. Im Laufe der Zeit geriet sie bei allen in Vergessenheit. Tja, schade, ne? Also, was lernen wir daraus? Niemals sich verlieben. So, was haben wir denn hier? Das sieht ja wunderschön aus. Lass es uns ankrabbeln. Eine Wand mit Zauberbauelementen oder Trophäen. Das Tuch wird es wahrscheinlich sein, deswegen fangen wir zuerst mit der anderen Sache an. Ein Pfeil, in der Mitte zerbrochen, hat dem Schützen kein Glück gebracht. Der Zweig einer Weinrebe. Vielleicht, um eine gute Ernte zu beschwören oder eine schlechte. Bestimmt die Dürre. Diese Puppe sieht wie ein Hilfsmittel aus, um Flüche zu sprechen. Eine Voodoo-Puppe. Ein Seidentuch, bestickt mit den Buchstaben D und F. Damit könnte ich den Fluch brechen, wenn es Daphnis ist. Eigentlich verlieren sich nur Wildkatzen hierher. Aber es scheint, als hätte ich einen weitgereisten Gast. Was suchst du hier? Ich hab's schon gefunden. Du willst doch nicht den Flug auf dem Baummädchen brechen, oder? Nein. Und wenn doch? Dann solltest du wissen, dass du deine Zeit verschwendest. Die alten Legenden hat sie dir deine Oma nicht erzählt. Selbst für mich, die Hexe vom Luxfelsen, wäre es kaum zu schaffen, die Macht der Liebe und der Sehnsucht zu besiegen. Bestimmt ist Gareth einer der Pandas geworden. Das kann ich mir vorstellen. Der Ritter, der zu dem Mädchen gehörte, war er hier? Ritter Gareth? Ja. Er wollte mich besiegen. Hat sich's dann aber anders überlegt. Genauer gesagt, nach der ersten Nacht bei mir. Er blieb eine ganze Weile hier. Dann hat ihn sein Gewissen übermannt und er wollte zurück zu seiner Geliebten. Er wollte vielleicht, aber er hat es nie geschafft. Unterwegs geschah ein tragisches Unglück. Hattest du irgendetwas mit diesem Unglück zu tun? Aber klar. Sollte ich etwa einen Mann, der mir gehörte, einfach einer anderen überlassen? Unmöglich. Also, Gareth wollte sie besiegen. Also, denke ich, dass es nicht schlau sein wird, ihr zu drohen. Vor allem, ich möchte eigentlich nicht gegen eine Hexe kämpfen, aber es ist ja eigentlich schon meine Spielart. Aber ich kämpfe heute nicht so gut. Ach komm, was soll's. Wenn du mir nicht hilfst, wirst du es bereuen. Ich werde dich zwingen. Weißt du, was mich so richtig wütend macht? Geschrei und Drohungen. Besonders unter meinem eigenen Dach. Das wäre alles nicht nötig, wenn du kooperieren würdest. Wie sollte ich denn, wenn du sowieso bald tot bist?
Arkandal! Wow!